Es war tief in der Nacht, als Aeneas und sein Vater spazieren gingen. Plötzlich hörte man Menschen schreien. Aeneas schaute sich um und hielt seinen Vater in der Hand, denn er war blind. Man sah brennende Häuser. Schnell, lauf weg, zum Tor! Nein, ich bleibe hier. Stirbt die Stadt, sterbe auch ich. Du musst aber mit, ich will dich nicht verlieren. Sie liefen durch das Stadttor in einen Wald und legten sich ins Gras. Vater, ist alles okay? Ja, bei mir ist alles bestens. Sind wir sicher? Ich hoffe schon. Am besten überqueren wir die Brücke und laufen in die nächste Stadt.